see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit der Mod Age of Kalimithos. Ja, ich fange die Aufnahme jetzt gerade zum zweiten Mal an, weil eben nach einer Viertelstunde, ja, meine Begleiter hier, meine drei, waren weg. Und ich habe mich dann entschlossen, nachdem ich hier mehrfach über die Map gereist bin, das Spiel neu gestartet habe und sie nirgendwo mehr waren, dass ich dann einen kleinen Rollback mache und den Spielstand nochmal lade. Ja, was war passiert? Ich wollte hier die Quest angehen und bin aber anstatt zu den Scorch Reapern, zu den Wölfen gereist. Und der erste Wolf war tot und der zweite war auch fast tot und plötzlich steht so ein Kaninchen noch neben uns. Das ist dann gestorben natürlich, das hat nur 5 HP. Dadurch hat sich aber die Giftwolke vergrößert. Und ich bin halt rausgelaufen, habe meine Begleiter gerufen, damit die immer aus der Wolke gehen. Ja, und dann bin ich gestorben. Bin dann wieder zurück und meine Begleiter waren weg. Sie waren einfach weg. Sie sind nicht über die Map gelaufen, sie sind nicht gestorben und sie waren nicht da, wo sie das letzte Mal vorher Wache gehalten haben. Und ja, habe ich dann so nicht eingesehen und habe dann den Spielstand nochmal geladen. So, damit ihr auf der Story-Seite seid, was passiert ist. Den Battle Pass hatten wir, oder habe ich noch mal ein bisschen weitergemacht. Den habe ich natürlich eben schon mal abgeholt, aber jetzt machen wir noch mal. Wir haben ein neues Clan-Emblem, einen aufgehängten Schädel, ein paar Münzen, ein Wanddeko und die Barbaren-Vasa-Gerüstung. Ich bin jetzt Stufe 161. Die drei Mädels haben jetzt auch alle ihre Rüstung. Ich habe noch keine, weil ich habe jetzt noch, ich glaube, 22 von den Rüstungsfragmenten. Mir fehlen also noch ein paar Teile. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir dann auch mal die richtigen Viecher. Ach ja, ich habe einen Katana bekommen. Neben anderen Dingen. Wir könnten nochmal eben... ja, komm. Gucken wir erst, was ich noch gemacht habe. Ist ja irgendwie in letzter Zeit so. Ich habe die ganzen Waffen jetzt mal aus der Kneipe geholt und die ich jetzt noch bekommen habe. Und die hängen jetzt schon mal von hier bis einmal rum. Habe ich jetzt mal die Waffen hingehangen. Hier die. Und die Schätze, die ich gekriegt habe, habe ich noch aufgestellt. Also wir sind hier oben jetzt. Moment. Ach so. Nur mit den Sachen, die hier oben sind, sind wir schon bis Stufe 8 theoretisch bereit. In unserer großen Schatzkammer. Aber gut, das soll es heute nicht sein. Unten in der Werkstatt habe ich noch ein bisschen was geändert, aber das gucken wir dann. Hoffentlich später. So. Jetzt müssen wir einmal hier durch zu Gorthorn. Ich habe ein paar der Portale geändert. Ihr seid alle friedlich, ne? Ja. Gut, so, dann gehen wir jetzt einmal durchs Portal. Und da sollte uns direkt der eine Hund in Empfang nehmen. Das ist nur das Problem, wenn wir hier durchgehen. Kommt mal hier rüber. Weil die Gegner spawnen erst nacheinander. Und ein paar hängen noch im Boden. Hätte
Komm, näher ran. Raus da! Wie oft soll ich euch den Befehl noch geben? Manchmal macht er mich echt wahnsinnig. Ja, haut erstmal rein, haut euch voll. Wenn die nicht so lange da drin gestanden hätten, hätten die auch nicht so viel Schaden bekommen. Ich nehme noch mal ein bisschen Elfenbein mit. Weil, wegen Trinkhumpen. Knochen habe ich genug im Moment. Why not? Diese Suppe ist so ätzend. So, wie viel Heiltränke hast du verbraucht? 2 füllen wir direkt auf. Na, ja, trink noch. Uff. Kann ich beide auffüllen? Den ganzen Tanklaster mit mir rumschleppen. Och, schön hier in den Baum. You picked the wrong fight. Die. Die. You picked the wrong fight. Curse you. Bitte Mädels, ich bräuchte mal eben eure Hilfe. Aber ich bin auch noch in der... Raus aus der Suppe. Kommt da, da kommt, bewegt euch doch. Also das mit der Plage ist echt schrottig. Ich krieg die nicht schnell genug da raus. Das nervt schon ein bisschen. Ich sag mal so sagen darf. Wo ist denn der Köder, ne? Einen brauchen wir noch. Hat ein Glück. So. Das ist so ätzend. Wenn nicht genug, dass die sowieso schon Schaden machen, wie blöde. Du hast keine Heiltränke mehr. Ich müsste selber mal welche nehmen. Meine Gesundheit ist voll? Okay. Dann hau rein. Nur einer von den Ködern fehlt uns noch. Vielleicht sollte ich mir
Die Bären waren immun, ne? Warte, war euch Bärenkabis, Bärenbabys. Hab ich noch gar keine von gesehen. Das Problem ist, wenn ich jetzt kämpfe, ich habe ja keine Heiltränke mehr. Oh Mann. Du hast noch 7, 6. Und du hast wahrscheinlich keine mehr. 3. Nee. Alle Risikobereitschaft in Ehren, aber das ist mir jetzt nicht wert. Dann geben wir halt erst nochmal zurück. Und holen uns neue Heiltränke. Ich muss einen Tanklasten gucken. In Kamel muss ich immer mitnehmen. Voll mit Heiltränken. Naja. Dann, hier habe ich Tische aufgestellt. Hier oben schön mit Metallgeschirr sitzen unsere Offiziere. Also die drei dürfen dann auch da sitzen. Hier sitzen die normalen Nahkämpfer und Bogenschützen mit Holzgeschirr. Ja, das habe ich noch so geändert. Alchemistin. Wo war sie denn? Ach da, steht direkt daneben. Ich weiß auch gar nicht. Pass mal auf. Wir tun mal. Ich glaube, ich kriege das nicht mehr in die Kisten. Könnten wir den angefangenen Stack testen. Schon wieder Heiltränke herstellen. Jo, reicht noch genau für einmal, ne? So, was beim Gucken. Ich glaube, die Kiste, das ging noch rein. Die gehen nicht mehr alle rein. Grünzeugkiste ist auch voll. Ektoplasma habe ich anscheinend in der anderen. Das. Nein, ich will ja auch an den Tisch. Oh, come on. Du zeigst ihn mir doch an. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Es tut mir leid. Dann müsste das Ektoplasma hier dann sein. Da ist es doch. So. Die Edelsteine weg. Gut, dafür renne ich jetzt aber nicht hoch. So lange damit rein. Und die können auch da rein. Dann haben wir das erstmal wieder, ne? Ja. Machen wir jetzt den einen nochmal. Dann können wir die Quest abgeben. Was ist das mit der Plage? Das ist so. Ich muss unbedingt gucken, was ihr da geschrieben hattet mit den Orbs, aber die beschützen ja meine Begleiter nicht und die sind ja diejenigen, die man da drin stehen bleibt.
Während man hier die E-Taste spammt. Stress pur. So, dann machen wir den Mist hier nochmal. So, einmal tief durchatmen. Ach du Scheiße. Nee. Nee, das machen wir jetzt nicht. Nicht im Dunkeln. Auf gar keinen Fall. Nö. Da weigere ich mich. Im Dunkeln mache ich das nicht. Das ist schon so ätzend genug. Aber nicht im Dunkeln. Da müssen wir einen Moment warten. So, wir stellen uns jetzt hier 2 Minuten hin und betrachten den Himmel. Bin am AFK. Wenn ich Streamer wäre, könnte ich das machen. In dem YouTube-Video kommt das so semi-gut an, ne? Jo, da bin ich wieder zurück. Ich habe dann doch mal eine Pause gemacht. Bis es wieder jetzt hell wurde. So hell es hier in dem Wald halt wird. So, dann gucken wir mal, dass wir den letzten von diesem Mistvieh hier noch kriegen. Ist er schon da? Oh. Gods take you. Nee. Das reicht jetzt aber. Au, aua! Ich hab ihn noch kommen hören. Jetzt kommt so ein Mistvieh wieder. Nein, weg. Lauf, Mädels. Sie sind doch... Wir stehen doch nicht mehr drin. Wieso kriegen die immer noch Schaden? So angefressen gerade. Weil die wirklich nicht glatt läuft heute. So aus dem Augenwinkel sehe, wie die sich die ganzen Tränke reinhauen. Wird mir auch schwindelig. Knochenmehl habe ich genug. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt die Quest abgeben. Mal gucken, was der dann von uns will. Ich will gar nicht gucken, wie viele Heiltränke die jetzt noch haben. So, Dovi. We serve only the cold embrace. Ja. Speared Demon, oh Gott, was kommt denn jetzt? Akuma. We should be somewhere in D9. Not bad. Almost ready for phase 2. Haben wir diese Plage ausgelöst, oder was? While I take care of that. The forest up north. I heard they managed to pierce it with 3 spears. Ah.
Freue mir. Was hat er gesagt? D9? Wo ist denn das? D. 9. Oh, da wo die Wölfe sind. Cool, cool. Ich freue mich, ehrlich. Sounds like a lot of fun, my friends. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Boah, deine Aufnahme ist schon hier. Ich wünschte, man könnte in dem Spiel angeln. Dann würden wir jetzt erstmal angeln gehen. Ein paar Stunden. Such a pretty sight. Tidy books and coffers graved with glittering gold. Ja, ich habe gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, die Quest verfolgen wir morgen erst weiter. Ich glaube, das halte ich heute stresstechnisch echt nicht aus. Nachdem meine Begleiter verschwunden waren und... Ich brauche jetzt erstmal wieder Heiltränke. Wenn wir schon wieder da oben in das Gebiet mit den Wölfen müssen... Fühlt sich gerade alles nicht so gut an. So, die Bahnen weg. Dann machen wir das Erz da rein. Kannst du schon wieder Bahnen draus machen? Bitte, danke. Und noch mehr Dämonenblut. Gut, schmeißen wir erstmal hier rein. Salz hätte ich auch da oben lassen können. Warte mal, laufen die nicht ab? So. Gucken, was wir noch reinkriegen. Das passt noch alles. Ja, ich muss den Tisch da umstellen. Der Gang dazwischen ist zu eng. Komme ich nicht durch. Aber habe ich noch nicht. Ach, immerhin geben sie ein paar Heiltränke raus. Die Münzen, ach, das Ektoplasma. Okay, die Spinnenseite tun wir erstmal hier mit rein. Dann schwarzes Eis. Ich denn? Ist hier noch Platz? Ja. Und die beiden Kisten so lange da rein. Und das Salz auch. Dann einmal Münzen weg. So, dann haben wir das. So, jetzt gucken wir mal. Wander wählen. 5. Super. Natascha fehlen 7. Und Jelena. Auch nochmal 5. Perfekt. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben ja noch, ne?
hilft ja alles nichts. Muss sie ja haben. Die lohnen sich nicht. Holen wir es nochmal. Da, ne? Wird echt teuer. Ja, teuer ist relativ. Weil immer farmintensiv alles, ne? 28, da komme ich ja nicht weit mit. Ja, komm. Ja, da geht raus, was da ist. Sekret, wie immer. Goldstaub und so ist kein Problem. Gold, Silber, das kommt von ganz alleine. Und ich habe gedacht, ich gehe nie wieder Aloe farmen. Vertan. Warum liegt der denn da dran? Weil er hier nicht mehr reinpasst, ne? Zuschütten. Gibt so gewisse Dinge? Salz kann man da raus. Davon hat man einfach zu viel. Ihr wart alle drei voll, ne? Lass doch nicht mal Essen vergammeln. Du hast dir wieder Honig genommen, na gut. Wenn sie Honig will, dann soll sie halt Honig essen. Wer bin ich, dass ich denen das abschlagen würde? Ich sammle hier immer ein bisschen, dann kann ich das hinterher einmal hochbringen zu den Beeten. Um die ich mich jetzt gar nicht mehr kümmere, wenn ich... ich denke, im Moment haben wir genug. Was haben wir, wie viel? Schwarzlotus? Fast 3.500. Ja, reicht im Moment, denke ich. Wenn ihr loszieht und hier Wundsekret sammelt, geht ihr da auch immer oben in die Wüste bei der Oase oder wo sammelt ihr das? Wo kriegt man richtig viel Wundsekret? Also ich meine richtig, richtig, richtig viel. Da ich mal 1, 2, 3 Stunden farme und dann habe ich auch erstmal für eine Woche genug oder so. Ja gut, ich würde sagen, aber warte mal, wir könnten. Eins können wir noch machen. Davon mal eine. Und dann machen wir
Muss ich dann auch wieder neue herstellen? 12? Ach, ich habe nur 12. Ich habe gar nicht 22. Ja, dann kann ich mir keine herstellen. Dann fehlen mir 3. Das hätte ich jetzt für mich auch schon mal eine Brustplatte hergestellt. Ja, schade. Dann muss ich auf jeden Fall noch 2-mal rein, oder? Ich glaube ja. Vielleicht mache ich da gleich zur Entspannung. Ich habe nicht gedacht, dass ich das mal sage. Warte mal, was habe ich denn? Ich habe doch bestimmt noch. Hier. Irgendeiner Werkbank muss noch. Alchemistische Grundsubstanz sein. Aber wo? Irgendwo war noch was. Warum liegt denn hier noch schwarzes Eis dann? Wer war denn da so unordentlich? Meldet euch, wer war's? Aber ihr seht halt, ne? Ein Missklick nach dem anderen. Na, ich hab keinen. Ach doch, hinten. Kerbertisch müsste noch ein bisschen was sein. Aber ich muss sowieso. Ne, das ist auch nichts mehr. Und ich muss auch mehrlagige Fälle herstellen. Da brauche ich auch alchemistische Grundsubstanz. Ja gut, ich würde sagen, ich komme hier nicht durch. Machen wir Folgendes. Du setz dich mal dahin. Du. Ach so, ich habe einen Sitzplatz zu wenig. David. Wer bist du? Du bist ein Commander, wo ist denn der Captain? Du bist ein Knight. Bist du der Captain, ja? Ja, pass auf. Captain. Du wirst gerade an dem Bogenschützentisch degradiert. So, du. Setz dich mit darüber. Dann kann ich meine 3 Grazien da hinsetzen. Müssen die nicht mal rumstehen. Nein, nicht das Steinfundament. Hey. So. Sitzen die 3 da schon mal. Das ist durch. Weil ich keine Aloe mehr drin habe. Moment. Waren es auch 15? Rüstungsteil. Wir haben noch 51. Champ, zeig mir Champ. 15 war. Nee. War 11. 30, 60, 75. 86. Also noch 37. 37. Muss jetzt mal eben ein bisschen haushalten. Ich gehe jetzt gleich mir die Rüstung besorgen. 10, 20, 30. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, und dann habe ich Trottel auf den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte mich eigentlich räuspern und statt mein Mikro zu muten.
Habe ich dann mal eben die Aufnahme beendet. Ja, ich sag ja, heute läuft's. Ich muss, sollte unbedingt noch weitermachen. So richtig schwierige Sachen soll die noch machen. So, komm, da ich ja kein... braune Pampe habe. Stellen wir noch mal ein bisschen davon her. Ich warte jetzt noch, bis das durchläuft. Dann kann ich gleich noch ein paar Heiltränke anschmeißen. Und ja. Ich glaube, ich werde mir jetzt auf jeder Folge angewöhnen, ein neues Safe Game zu erstellen. Also nach dem heutigen Tage. Bin mir da gerade richtig unsicher. Vor allem mit dieser grünen Lage. Die macht mich echt fertig. So. Der war leer, naja. So, dann machen wir alles, was noch geht. 16 Stück nochmal. Dann habe ich keine alchemistische Grundsubstanz mehr. Das war so schön mit den Karawanen. Da hat man haufenweise alchemistische Grundsubstanz bekommen. Das war, da habe ich glaube ich nichts hergestellt. Und trotzdem hast du kistenweise voll davon gehabt. Ich vermisse die Karawanen. Schnief. Einiges an Samen zu verkaufen. Naja. Vielleicht sollte ich Aloe herstellen. Anpflanzen. Also 100 Beete. Nein. Da renne ich lieber mit der Sichel los. Achso, wir hatten noch eine Herausforderung abzugeben. Katsching. Ah, da haben wir jetzt auch noch das Rübsi-Emote. Ich mag den Gesichtsausdruck dabei. Ach komm, der ist doch voller Begeisterung, wie sie da ein Bäuerchen macht. Ich mag das. Gefällt mir. Den habe ich jetzt auch wirklich gekriegt, ne? Da habe ich den noch gar nicht. Doch, den habe ich jetzt, ne? Achso, muss ich noch anfordern. Jetzt. Jetzt haben wir Rülpsi. Okay. Nein. Wo ist der denn drunter? Unter Verehren nicht, ne? Verschiedenes? Nein. Gespräch? Nö. Was weiß ich, wo Rülpsen runter ist. Oder provozieren? Da. Ach Gott. Nein. Ah, einmal noch. Ach Gott. Okay, reicht, reicht. Ich danke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh, baby sounded bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's.